Wie ich schon sagte, wir sind quitt. Komm schon, Schätzchen. Genau genommen haben wir Wayne noch nicht gefunden. Meine Schuld ist abgegolten. Du willst Geld, stimmt's? Wayne kann dich reichlich entlohnen. Von wie viel reden wir? Nun, was ist ein erfahrener Schütze heutzutage wert? Und woher soll ich wissen, dass das nicht nur leere Worte sind? Du erkennst doch einen Bluff, wenn du ihn siehst, oder, Schätzchen? Oh, seht euch mal an. Nur eine geschäftliche Abmachung. Hey, keine Sorge. Wir werden Wayne bald finden. Ja. Danke nochmal. Hallo, Ladies. Howdy. Endlich Neuigkeiten, was Frank betrifft? Ach, wir haben etwas Staub aufgewirbelt. Und? Offenbar wird hier bald etwas Großes passieren. Und Frank wird mittendrin stecken. Wir müssen also nur abwarten, bis er sich zeigt. Und ihr? Hattet ihr schon Glück bei der Suche nach Wayne? Die haben ihn an einen geheimen Ort in Bayou gebracht. Ich könnte schon etwas Hilfe gebrauchen, wenn ich ihn dort rausholen will. Außer ihr wollt den ganzen Spaß mir und unserem Schätzchen überlassen. Im Sumpf, hä? Wie kommt es, dass du mit an Bord bist, Doc? Mir wurde ein angemessener Ausgleich angeboten. Was sagst du, Amigo? Also gut. Aber einer von uns sollte zurückbleiben und versuchen, mehr herauszufinden. Oh, das könnt ihr mir überlassen. Prima, dann mal los. Es ist fast vorbei. Hoffentlich. Kate. Nur ein Gedanke. Wenn du Frank siehst, dann halte ich unbedingt fern von ihm. Ja, klar. Wir haben es geschafft. Und das Begrüßungskomitee steht auch schon bereit. Hey. Oder ein paar Greenhorns im Weg, würde es ja auch keinen Spaß machen. Ohne die anderen kommen wir da nicht durch. Wurde auch Zeit. Dieser Sumpf stinkt. Dann schlagen wir uns mal zu den anderen durch. Ich wette, Wayne ist in einem der Käfige. Wir müssen sie alle abklappern. McCoy soll sich um die Schlösser kümmern. Und wenn dein Wayne frei ist? Dann fackeln wir ihren Dampfer ab. Ruinieren ihnen das Geschäft. Zuerst müssen wir das Fass auf dem Dach zerschlagen. Ein Fall für die Axt. Genau. Und wenn das Öl ausläuft, findet sich bestimmt eine kleine Fackel. Anzünden und ab dafür. Gefällt mir. Aber wie sollen wir abhauen? Wir schnappen uns einen der Kähne am Anleger und schippern damit zur Stadt zurück. In Ordnung. Eindringen, Wayne rausholen, den ganzen Mist abfackeln und auf Teufel komm raus verschwinden. Na, das klingt ja einfacher, als es wahrscheinlich wird. Zumal die Karte auch schon wieder extrem groß ist. Gut, nächste Mission. Herrn Wayne irgendwie befreien. Also erstmal identifizieren und dann befreien. Den Kahn abfackeln, wobei ich mich gerade frage, wie der hierher kommt. Oder hergekommen ist, weil der ist hier definitiv nicht durchgeschippert. Anzünden und dann mit dem kleinen Ding weg. Na ja, gut, okay, hier kann man vielleicht nochmal ein, zwei Leute killen. Gut, also erstmal versuchen wir beide Teams zum Gefängnislager zu kriegen. Okay, das ist schon mal gut. Das weniger. Also ich muss ihn auf jeden Fall erstmal umhauen. Wie komme ich denn hier überhaupt drauf? Hab nichts dagegen, den Laden abzureißen. Ist das nur... Nee, es können ja nicht nur die beiden sein. Hey, später noch eine Runde Karten? Klar. Alter, was ist denn das? Wachhund, Alter, er sieht ja aus wie ein Tiger. Ach, der läuft ja noch rum, ne? Oh, na, Happy Birthday. Ja, gut, also ihn... Also ich muss erstmal hier oben aufräumen. Das würde bedeuten, ich muss...
Okay. Erstmal hier hinten den ausschalten. Oh, ich hoffe, der... Der Wachhund. Okay, der geht nur bis dahin. Na los. Was denn? Oh mein Gott. Scheiße, da steht ja auch noch einer. Die Schicht. Auf geht's. Oh. Was ist das? Oh, da... Komm ich denn hier hinten nicht hoch? Das ist so verwinkelt. Okay, das geht schon mal auch gar nicht. Ah, ja, ich muss versuchen hochzusprinten. Jetzt geht's. Ist das... Ich hab... Okay, das war richtig blöd. Wobei der andere mich auch sieht. Also ich muss erst ihn ausschalten. Sollen wir? Hey. Ich hab jede Menge davon. Okay. Hast du gehört? Los geht's. Gleich wieder im Geschäft. Okay, sehr schön. Kann man eigentlich... Das Messer reicht. Ja, den Hund kann man auch töten. Hin. Okay. Auf geht's. Oh mein Gott. Irgendeine Ahnung wie? Tja, ich auch nicht. Bin unterwegs. Da, da oben! Okay. Augen aufs Ziel. Wie kommt gleich her? Oh, shit, oh, vor allem auch gleich mit Alarm. Oh Gott, ist das bitter. Wen habe ich denn noch? Den und Doc? Wo ist der Haken? Naja, gut, okay, dann machen wir es anders. Wehe, dieser Wayne liefert nicht. Das kostet aber. Was denn? Oh, ich lasse hier alles kurz und klein. Dann machen wir es jetzt auf die einfachere Art und Weise. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Wo ist denn der Hund jetzt? Dann holen wir ihn erstmal mit der Tasche. Genau wie ein... Angebissen. Das ist ja ein Labyrinth hier. Lass dir sein Messer rein. Ja, okay, das geht nicht. Oh, das muss ich auch noch genau planen jetzt. Halten wir uns ran. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Werfen wir den Köder aus. Wie die Motte zum Licht. Wer hat Lust zu sterben? Gut, oder so, die Zähne. Ach nicht, Alter, jetzt hat's der Hund auch noch gehört. Oh, das wird nicht schön. Mir, wer will einen Blick riskieren? Was könnte etwas angebissen? Das ist aber ein Poncho, das interessiert den nicht. Maschine. Lass dir auch etwas schlüpfen. Dann warten wir mal. Auf geht's. Wollen wir dann? Sklaverei, Schweder voll ausgerüstet. Okay, oh Gott. Was für ein Start. Ist auch ein Poncho, ne? Ja. Oh, kannst kaum erwarten. Na gut, ich kann trotzdem nach oben rennen. Und die Leiche einfach runterschmeißen. Okay, das geht auch nicht.
Okay. Los geht's. Vielleicht wieder ein Kein Problem. Ganz schön schwer. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Okay, sehr gut. Wieder einer weniger. Wie kann der denn eigentlich... Okay, der guckt auch ganz bescheiden. Ich muss diesen Hund loswerden. Es tut mir echt leid, aber ich muss den Hund töten. Klare Sache. Das Messer reicht. Isabel hat diesen Bach erwähnt. Muss also der richtige Weg sein. Ich würde sagen, die vielen Wachen sagen schon alles. Was? Ganz schön schwer. Was denn? Oh, sehr schön. Alter, das ist eine Schlange. Okay, den kann ich auch nicht einfach so. Ich muss die hier oben alle auf einmal ausschalten. Da ist ja der nächste Wachhund. Oh Gott. Was bist denn du? Du bist so ein Poncho. Ja, ich muss erstmal die drei oder vier hier oben machen. Na los. Das war auch richtig knapp gerade. Was zum Teufel? Jetzt geht's. Dann wollen wir mal. Kurz und schnell. Okay, los geht's. Okay, jetzt wird er die Leiche sehen. Was? Was? Ich seh den Leiche. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Bin unterwegs. Spring hinterher. Spring doch hinterher, John. Och, Mann. Na los. So. Und los. Wen haben wir denn? Scheiße, das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Okay. Los geht's. Oh Gott. Oh. Vor allem jetzt sind alles Ponchos. Ich komme an die nicht ran. Ich muss versuchen. Wenn er mit ihm fertig ist, nach oben rennen, ihn sofort töten, hinterher rennen, ihn töten. Und dann kann ich die anderen beiden ausnehmen. In Ordnung. Und dass der Typ nicht rechtzeitig kommt. Braucht etwas Schliff. Okay, das Messer reicht. Kurz und schmerzlos. Eine Sorge weniger. So. Sollen wir? Das Messer reicht. Und zack, ihn. So, erledigt. Super. Hast es hinter dir. Dann kann der Doc jetzt... Gerufen? Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Ich hab da so ein Gefühl. Das wirkt sehr schnell. Zeig dich! Nicht persönlich nehmen. So, und hier, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihn jemand sehen kann. Gar nicht weh.
und ab. In den Busch. Zahlen wir es ihnen. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Zack. So, super. Gut. In Ordnung. Okay, die Schlangen hauen ab. Das ist schon mal ein Vorteil. Gut befestigt. Meine Spezialität. Hat nichts dagegen, den Laden abzureißen. Dann werden wir versuchen, mal die beiden hier umzuhauen. Oh. Dieser Hund, ey. Jetzt geht's. Alles in Ordnung? So, du werfen auf ihn und du töten ihn. Muss ich halt jetzt nur gucken, dass der Wachhund dementsprechend weg ist. Scheiße, da ist jemand. Ach Gott, das habe ich nicht gesehen. Da ist ja noch einer. Meine Spezialität. Wie aus dem Nichts. Komm mal her. Was denn? Schön cool. Voll ins Schwarze. Ja, schön schwer. Bin unterwegs. Mach schon. Er ist tot. Scheiße. Ach, da geht doch noch der Alarm los. Ist doch gar nicht. Ich bin ganz Ohr. Der Ort hier ist gut befestigt. Okay, wir sparen uns das mal. Mitten durch die Hölle. Oh, dieser Wachhund muss unbedingt ausgeschaltet werden. Wir werden ja sehen. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Nicht stehen bleiben. Wehe dieser. Was? Ich glaube, die Sumpfhexen haben ihn geholt. Wie die, die nach Baton Rouge kamen? Vielleicht holen sie ja die Leute. Genau mein Gedanke. Fangen sie für finstere Zwecke ein. Mich kriegen sie nicht ohne einen Kampf. Dort werde ich wohl nicht mehr arbeiten. Auf geht's. Ich würde gern der Erste sein. Ich habe den Eindruck, dass du Isabel nicht sonderlich magst. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Tja, freut mich, dass du trotzdem hilfst. Das ist rein geschäftlich. Geladen, Hände ruhig. In dieser Gegend krieg ich Zuschauer. Ja, wieder. Gut, dass diese Wände um das Nest herumstehen. Hier draußen wollte ich ungeschützt keine Nacht verbringen. Da sind wir schon zwei. Spezialität. Wie aus dem Nichts. Echt leid für den Hund. Viele habe ich nicht Luft anhalten. Das kostet aber. Wer braucht eine. Das Glasfass wirkt sehr schön. Wir sehen uns in der Hölle. Es tut mir wirklich leid für den Hund, dass ich den töten muss. Aber ich komme nicht anders an den vorbei. Schaffen wir dich aus dem Weg. Dachte ich mir schon. So, jetzt den hier erstmal noch wegmachen, wobei hier keiner mehr kommen wird. Und die Leiche vom Hund werden wir auch mal entfernen. Ah, das riecht nach Ärger. Guck mal, ob er den tragen kann. Okay. So. Ihn müssten wir eigentlich relativ easy kriegen. Hat sie mich tatsächlich mit reingezogen? Wer braucht eine Spritze? Nicht persönlich nehmen. Liefern wir das hier ab. Alles in Ordnung? Ich hab da so ein Gefühl.
Sklaverei schmeckt mir nicht. Geladen und bereit. Genau wie ich. Wasch den Kopf runter. Augen aufs Ziel. Wo kam Blut vergießen. Die nimm ich. Jetzt schön schwer. Das macht sie. So, das sehr schön. Und. Oh. Ach, gut. So, erledigt der Fall hier vorne. Alles an seinem Platz. Quatsch, der Doc muss ganz kurz mal nachladen. So, Map. Jawohl. Der Startbereich schon mal gut. Leer. Das nehme ich. Vielen Dank. Und auch wieder aufgefüllt. Gibt's hier noch was, was ich sammeln kann? Nee, ne? Nee, alles gut. So, dann will ich erstmal gucken, dass wir mit den beiden Richtung dem Gefangenenlager kommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier überhaupt noch an Gegnern rumliegt. Also eigentlich nur noch die beiden. Ah, gut, okay. Für David werde ich wohl nicht mehr arbeiten. Genau mein Gedanke. Ich glaube, ich kann die Wand dort sehen. Sie nimmt einiges auf sich, um diesen Wayne zu retten. Scheint etwas Persönliches zu sein. Wenn es persönlich wird, enden meistens die falschen Leute als Leiche. Deshalb mache ich es mir lieber einfach. Mhm. Tut gar nicht weh. Das kostet aber. So. Verstanden. Wird auch Zeit. Okay. Los geht's. Und... kick mal einer an. Wobei der genau im geschützten Bereich sitzt. Dann wollen wir mal. Wer hat Lust zu sterben? So, eigentlich müsste passen. Komm schon mal her. Meins. Das treibt die Kompanie also. Und der Doc muss ihn wegschleppen. Sümpfe nicht leiden. Zu viele Schlangen. Schaffen wir dich aus dem Weg. Schön cool bleiben. In Ordnung. Wer bist du? Bist du ein Poncho, okay. Das wird dann leider erstmal nichts. So, mal speichern. Und los. Okay, wir sind drin. Anscheinend haben wir es zuerst geschafft. Vielleicht haben sie Probleme bekommen. Ja. Nee, ich hab mit den beiden einfach noch nicht angefangen. So, ja gut, okay, Munition hier nochmal. Frage, sieht ihn jemand? Oh Gott, ja, scheiße. Im Sumpf ist alles ruhig. Ich habe jede Menge davon. Weil ich ihn ablenken könnte. Das Queen's Nest. Sieh mal. Oh, ich schieße wehe, dieser Wayne liefert nicht. Wobei er von zwei Seiten gesehen wird. Ja, aufgebaut werden. Ich müsste ihn erstmal ausschalten. Denn da sollen wir. Braucht etwas schlimm. Bisschen zu spät. Klar, wir müssen Blut vergießen. Wieder ein Geschäft. Alter, das war auch ganz genau die Ecke. Und los. Öffnen wir die Käfige. Sag mal, ich dachte, die Sklaverei wäre vor einer Weile abgeschafft worden. Deshalb nennt man das jetzt Convict-Leasing. Was soll das denn sein? Sagen wir mal, die DeWitt Company liest dich von der Straße auf und beschuldigt dich der Landstreicherei. Als Straftäter wirst du dann an den Höchstbieter ausgeliehen, um bei ihm die Strafe abzuarbeiten. Klingt für mich nicht anders als Sklaverei. Ah, der Unterschied ist vernachlässigbar. Jetzt geht's. Oh Gott. Was denn? Leg dich doch hin! Oh Gott!
Mach schon. Alter. So, super. Dann räumen wir erstmal hier außen ein bisschen weiter auf. Achso, neue Hinweise. Was denn? Wayne finden. Achso, ja, gut. Okay. Los geht's. So, keine Ahnung, ob ihn einer... Oh. Doch, jetzt spätestens sieht man ihn gleich. Der ist weg. Kommt der noch? Dann wollen wir mal. Mal gucken, ob das so klappt. Wer hat Lust zu sterben? Kurz und schmerzlos. Auf geht's. In Ordnung. Okay, passt auf. Wieso kann ich denn da... Die River Queen muss zu ihrer Zeit eine Schönheit gewesen sein. Ziemlich viel altes Holz. Braucht nur etwas Öl und eine lustig lodernde Fackel. Klare Sache. Das Messer reicht. Scheiße. Okay, das geht nicht. Gut. Ich denke, das sollte aber auch erstmal hier vorne reichen. Also so, dass wir Wayne zumindest rausholen können. Holen wir mal den Doc noch dazu. Das können wir erstmal abbrechen. Hat er einen Arzt gerufen? Wir werden ja sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die anderen beiden. Für David werde ich wohl nicht mehr arbeiten. Ja, wissen wir, Doc. Gut. Obwohl, kannst du auch von hier vorne schießen. So. Schön cool bleiben. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Das reicht nicht ganz. Mhm. Seine Ihn sieht auch gar keiner mehr, ne? Hier sind aber viele Leute in Käfige gesperrt. Und los. Nie gesehen. Sehen wir uns mal um. Ein Arsch gehört mir. Das Geschäft läuft schon Ende ruhig. Wenn das besser reicht. Wieder einer weniger. Auf geht's. Okay, also der war... Den musste ich machen. Gibt's hier nicht noch eine weitere Treppe nach oben? Nee. Aber ich könnte... ihn... Augen aufs Ziel. Ganz alter Dreck. Oh, das ist ja noch ein Longcode. Scheiße. Eine Zigarette wäre jetzt. Nee, ich muss die anderen beiden erstmal holen. Linien gibt's ja aber nicht, oder? So, was haben wir denn hier für einen Hinweis? Wir müssen hier vorsichtig sein. Flaches Wasser. Pass auf, wenn du dich flaches Wasser bewegst, denn das macht Geräusche. Wenn du rennst, macht das mehr Geräusche. Als wenn du gehst oder geduckt gehst. Ja, danke. Danke dafür. Klar. Und vergiss den Schlamm nicht. Du hinterlässt Fußspuren. Ich hasse Sümpfe. Keine blöde Idee. Uah, Käfer gefressen. Okay, die beiden müssen wir gleichzeitig töten. Das ist klar. Sind das die einzigen? Oh ja. Was gibt's? Genau, sag ich doch. Machen wir Kleinholz aus dem Laden. Oh, wie war das mit dem Verbinden? Nur ein kleiner Pieks. Und eins nagelt nur einer. Beeilen wir uns. Auf geht's. Ich will drin sein, bevor McCoy eintrifft. Schließt ihr zwei Betten ab, oder was? Nein, ich möchte nur sein dummes Gesicht sehen. Bereit zum Rasieren scharf. Auf geht's, Amigo. Geh mit los, Amigo. Ja, gut, okay. Die wollen ja easy. Wie ist der Plan? Zu Hector. Ich hab reichlich Platz. Diesmal ist David zu weit gegangen. So. Start ist gemacht. Oh, ich schlag hier alles kurz und klein. Oh, bin zu allem bereit. Scheiße, das ist ein Longcode. Oh, ich verstehe schon. Der wird von ihm gesehen. Noch ein bisschen.
Wir machen Fortschritte. Wir werden zuerst da sein. Warum kommst du mit Doc nicht klar? So übel ist er doch gar nicht. Mir gefällt seine Einstellung nicht. Für den richtigen Preis macht er alles. Erinnert mich zu sehr an jemanden, den ich mal kannte. Ganz genau, Amigo. Hey, du, lass mal. Ach, das ist ja ein Poncho, wa? Der lässt sich ja nicht... nicht anlocken. Verstanden. Jetzt machen wir mal hier drüben. Ist die Zeit nicht wert. Ich denke, ich hinterlasse Fußspuren. Sie haben Lust auf mehr. Mach ich gar ja auch nicht. So. Klar. So, jetzt reden die beiden. Jetzt könnte ich sie ausschalten. Allerdings hinterlasse ich halt Fußspuren. Ein echtes Nest, so viel ist klar. Ah, scheiße, ich muss gleich das machen. Ich zieh die Fäden hier. Kann man das bei denen eigentlich auch machen, mit den Longcoats? Ha, feine Sache. Testen mal. Das wird wehtun. Der ist ganz schön stark. Okay. Geht nicht. Ich fang an. Los, lauf. Dahin. Und los. Die wurde von unseren eigenen Leuten. Puh. Erledigt. Jetzt steckst du in der Schuss. Das ist also das Queen's Nest, hm? Nicht wahr? Um dich kümmern wir uns später. Was macht der denn? Cool. Okay, damit ist sie auch außer Gefecht. Er konnte doch den Poncho einfach umhauen, oder? Ich, neuer Haarschnitt gefällig. Oh, das habe ich jetzt. Ja, sehr schön. Ist nichts dabei. Zwei sind besser als einer. Okay. So, da kommt er nicht hoch, aber sie würde hochkommen. Also mit Hector muss ich hier hinten lang. Das heißt, ich muss den nächsten Hund töten. Schon unterwegs. Scheiße, da steht ja auch einer. Oh. Und der sieht auch alles. Okay, ich muss erstmal mit ihr hochgehen. In der Lage ist? Kein Problem. Nicht schlapp machen jetzt. Schafft sie das? Nee. Warum eigentlich nicht? Ah, ich könnte mit Hector hier hochgehen. Nee, kann ich nicht. Was ist jetzt los? Scheiße. Jetzt kommt die Axt. Seht ihr, wozu der Hund überlagert ist? Ein Glückstag heute. Keine Chance, Amigo. Hierher. Hä? Dann ist ja der Felsen voll für den Arsch. Wenn ich mit Hector da eh nicht hochkomme. David steckt gern Menschen in Käfige. Ach. Mach Platz. Da war ein Ausrufezeichen. Reiß dich zusammen, Mädel. Okay. Nur noch ein bisschen. Bin schon da. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Das ist heftig. Machen wir Kleinholz aus nur ein bisschen Blut. Kann ich ihn? Ja. Nadel Nummer 2. Ihn verbinden? Oh, oh. Was mache ich denn jetzt? Ja! Nicht mein Problem. Wohin ist er verschwunden? Legen wir los. Verstanden. Okay. Das kriegen wir hin. Alles klar. Ich habe Lust auf Kahlschlag. Könnte ich den ganzen Tag machen.
Versteckst du dich vor mir? Ha, das schaust du. Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Kein Problem. Kümmern wir uns ums Un... Was denn? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, super. Erledigt. Hast du nicht gerade noch... Geh lang, Amigo.